möchte dir heute von meiner Großmutter erzählen. Sie war eine Frau, die mich wirklich geprägt hat und total beeindruckt hat durch ihr Leben. Sie hatte sehr viel Schweres erlebt, große Verluste einstecken müssen, aber diese Sachen, diese negativen Dinge in ihrem Leben hatten sie nicht bitter gemacht. Sie hatten sie nicht trostlos werden lassen oder dass sie mit Gott gehadert hätte, sondern sie hatte sie mit Gott überwunden und war den Menschen zugewandt und positiv geworden. Etwas, was sie mir geschenkt und hinterlassen hatte, war eine Perlenkette, die sie mit sehr großer Würde zu Festen und Feierlichkeiten getragen hatte. Und so wollte ich das auch tun. Ich legte diese Perlenkette zu meiner Hochzeit an und auch zu vielen Anlässen danach. Irgendwann stellte ich fest, dass der Verschluss dieser Kette kaputt gegangen war und brachte sie zum Juwelier. Die Dame checkte die Kette, dann schaute sie mich an und sagte: "Wissen Sie, kaufen Sie sich doch im Kaufhaus an der Ecke eine neue Perlenkette, denn wenn ich Ihnen einen Verschluss an diese Kette machen würde, wäre das allemal teurer, als diese Kette wert ist. Diese Kette ist wertlos." Ich war peinlich berührt und war auch völlig geschockt, denn ich hatte diese Kette genau wie meine Großmutter mit Würde und wirklich mit großen Erinnerungen an sie getragen. Wenn man eine Perle in der Mitte durchschneidet, wird man in der Mitte ein Sandkorn finden, das von dieser Perle immer wieder überwunden werden musste. Es war ein Problem, das in diese Muschel hineingekommen war und die Perle übermantelte dieses Problem mit Perlmuttschichten, eine nach der anderen. Und ich dachte darüber nach, was Perlen eigentlich mit uns Christen, mit uns Kindern Gottes zu tun hat. Perlen sprechen in der Bibel immer von dem Überwinderleben. Wenn man in die Offenbarung schaut, wird man sehen, es gibt dort dieses Wort, dass die Tore des himmlischen Jerusalems aus einer Perle sein werden. Das ist das Bild für das Überwinderleben, in dem wir leben sollen. Wenn man in der Offenbarung schaut, und das würde ich dir gerne jetzt auch empfehlen, wirst du ganz viele Texte finden, Textstellen, die davon sprechen, dass Gott nach Überwindern Ausschau hält. Dort heißt es: Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Seinen Namen werde ich bekennen vor meinem Vater. Den werde ich im Tempel zu einer Säule machen. Und dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Gott schaut aus nach Überwindern. Gott möchte, dass du deine Probleme, das, was in deinem Leben so negativ ist, dass du das überwindest in seiner Kraft, dass du wirklich zu dieser wertvollen Perle wirst, dass nicht die Probleme dich bitter machen, sondern dass sie dir helfen, dass der Herr das Beste daraus machen wird. Du sollst ein Überwinderleben werden. Du sollst ein Überwinderleben führen, indem, dass du diese Dinge von Gott ummanteln lässt. Der Herr schaut aus nach Überwindern. Ich wünsche dir, dass du heute deine Dinge, die vor deinen Füßen liegen, nicht als etwas nimmst, was Schweres und Negatives in deinem Leben ist, sondern als eine Gelegenheit, als eine Chance, diese Dinge zu überwinden, dass der Herr das Beste daraus machen kann. Du sollst ein Überwinder werden. Ich trage diese Kette meiner Großmutter heute noch mit viel Würde. Und ich freue mich einfach daran. Und ich freue mich daran, dass der Herr immer mit mir dran ist, dass ich ein Überwinderleben führe, darin lerne, darin wachse und die Probleme ummantle, dass er sie zu etwas Wertvollem für sich macht. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir, dass du die Erfahrung heute machst: Gott hat mehr für dich.